Ich habe in einem Shop eine Kleinigkeit bestellt und so viel mehr bekommen. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Wenn ihr euch jetzt wundern solltet, oh, die drehen wohl die ganze Woche mit denselben Klamotten rum. Nein, ich habe schon gerade ein Video für euch gedreht. Aber für euch ist eine Woche dazwischen, für uns nur eine Kaffeetasse. Und eine Zigarette. Jetzt hast du aber oder was? Ja, jedenfalls, wir möchten euch noch ein weiteres Video drehen. Ein Herzensvideo, muss ich mal sagen, weil ich muss ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen. Das kann jetzt wieder dauern. Holt euch ruhig noch mal eine Tasse Kaffee oder so. Oder wenn ihr Zeit habt, bis die Produkte kommen, könnt ihr vielleicht auch noch mal auf Toilette gehen oder selber noch eine rauchen oder wie ist. Es wird ein bisschen ausführlicher. Jedenfalls, ich hatte mit einer ganz, ganz lieben Person Kontakt, die ich schon aus Facebook-Gruppen kannte, mich aber nie so richtig mit ihrem Shop beschäftigt hatte. Ich fand das immer schön, was so andere gezeigt haben, aber ich selber habe immer so, ihr wisst ja, ich wollte nur Kerzen, ich wollte nie industriellen Wachs und schon gar kein Handmade. Wo wir im Moment gelandet sind, wisst man ja, wenn ich mir meinen Suff, Summe ungedüftelter Wachse angucke, keine Chance, dass das sich jemals abbaut. Nein, ganz im Gegenteil. Nee, jetzt erst recht nicht mehr. Ja, und jetzt erst recht nicht mehr. Jedenfalls haben wir dann... Hatte ich dann ein Video gesehen von der lieben Jessie, Cozy Jessie, ihr kennt ihren Kanal sicherlich alle. Und sie hatte da einige Sachen vorgestellt und dann habe ich so gedacht, ja irgendwie, es ist ja doch immer in aller Munde, vielleicht musste auch mal gucken. Und dann war bei Insta eine Verlinkung wegen einer Kerze, die Jessie gemacht hat. Und dann hatte ich da auch was drunter geschrieben, weil mich die Kerze auch mächtig interessiert. Es war eine Schierfuhlkindle. Und so bin ich mit der lieben Manuela Meyer-Johann in Kontakt gekommen. Und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich wissen, um welchen Shop es geht. Es geht um Geschenketrends 24. Bei mir kam zeitgleich noch dazu, dass ich ja eine Wachssorte, die hatte ich euch in einem Video mal gezeigt, in einem Sensi-Video, wo ich Proben bekommen hatte und noch einige Goodies. Von der lieben Melli war das ein Paket. Und da war Latida drin. Latida wurde damals in einem Shop geführt bei Kindle Warmer. Dort war er aber jetzt raus. Da hatte ich mir mal einige Klemmshirts gekauft. Fand die damals aber nicht so prickelnd, weil für mich diese Düftelwachszeit noch nicht so gekommen war. Habe dann diese Wachse verkauft und hatte jetzt wieder durch die Melanie einen Klemmshell im Paket und habe gedacht, Mensch, die sind eigentlich schon schön. Und dann habe ich geguckt und geguckt und geguckt und habe es nicht gefunden und habe aber bei Geschenketrends 24 noch ein paar Latida Klemmshells gefunden und habe gedacht, jetzt musst du doch mal eine kleine Bestellung machen. Bin dann mit der lieben Manuela auch in Kontakt gekommen und habe, wie gesagt, eine kleine, wirklich kleine Bestellung ausgelöst und eine Riesenkiste voller schöner, wunderschöner Wachse bekommen. Wir waren beide fix und fertig, wo wir die Kiste gesehen haben. Also ich habe so mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Also wie gesagt, ich habe gedacht, gut, wenn sie mir jetzt ein Goodie von irgendwas mit drin packt, dass man das mal probieren kann. Aber nee,
Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Kiste ist. Es war so viel, dass ich zwei Videos draus mache. Hat aber auch den Grund, diese Freude, die ich mit euch heute teile, über die ganzen Clamshells, über die ganzen Düfte, die ich bekommen habe, die will ich natürlich, wie gesagt, mit euch teilen. Und deshalb sage ich es auch im Vorab, dieses große Geschenk, was wir bekommen haben, habe ich nicht nur für mich alleine, sondern es wird auch ein Gewinnspiel geben. Es wird, also zwei, weil wir das splitten, diese Woche und nächste Woche, andere Düfte, ein anderes Gewinnspiel, ein Gewinnspiel geben. Wir werden bei dem Gewinnspiel auch noch etwas zusteuern. Es wird einen Rabattcode geben, diese Woche einen, nächste Woche einen anderen. Und deshalb würde ich sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir anfangen. Wir haben uns so ein bisschen ein System ausgedacht, dass wir diese Woche für den bestimmten Rabattcode auch die bestimmten Düfte zeigen. Und nächste Woche kommt dann, wie gesagt, nochmal was anderes. Und es ist einfach so viel, dass es schade wäre, diese ganzen Sachen, die wir bekommen haben, einfach in ein Video zu packen. Das würde wahrscheinlich teilweise untergehen und das haben die Düfte nicht verdient. Ja, das wäre viel zu lange. Und es wäre auch vielleicht zu lang. Ihr würdet vielleicht dann auch sagen, oh, wann wird sie denn fertig mit ihrem Gelaber? Deshalb haben wir gesagt, wir teilen das auf. Und heute wollen wir anfangen mit den Clamshells der Firma Buttercup. Viele von euch kennen die vielleicht schon. Buttercup ist ja mit C-U-P-P geschrieben, einfach weg, weil die Familie Cup heißt. Und Buttercup als solches ist ja diese Butterblume. Und diese Butterblume haben sie als Logo auch auf ihrem Clamshell, aber mit 5 Blütenblättern. Diese 5 Blütenblätter stehen für 5 Familienmitglieder, die dieses Unternehmen führen. Ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen, wie ja, wie so eine kleine Manufaktur in Deutschland, wo vielleicht 1-2 Leute immer mitmachen. Es ist ein reines Familienunternehmen. Es wird von Hand abgefüllt. Diese Familie hatte Oma 3 Läden. Durch Corona ist das auch so ein bisschen, ja, hat es natürlich auch solche Unternehmen getroffen. Mittlerweile haben sie, glaube ich, bloß noch 1 Laden. Sie gehen viel auf so Märkte. Also sie verkaufen nicht nur im Internet oder über Händler oder über ihren Laden, sondern sie sind auch bei Events mit Ständen vertreten. Also so richtig schön klein, nostalgisch, handabgefüllte. Ja. Die Firma, wie gesagt, direkt kommt aus Amerika. Es sind schöne Düfte. Also die Bars, die ich jetzt hier habe, sind alle einfarbig gegossen. Auch jetzt nicht so mit Pigment oder so. Es sind einfach weg einfarbig gegossene Düfte. Ich glaube, das Clamshell kostet irgendwie um die 6,50 Euro. Ich habe ein paar für euch angetestet, damit ich natürlich in dem Video auch was sagen kann von der Intensität. Weil es bringt euch ja nichts, wenn ich jetzt sage, hier alle toll und warm, ist dann vielleicht ein Hauch von nichts. Deshalb habe ich für euch auch angetestet und wie gesagt, also ich bin erstmal schwer begeistert. Das kommt wirklich aus dem Herzen, weil wie gesagt, ich habe gesagt, ihr kennt es, ich sage nicht irgendwas, was am Ende nicht so ist. Ich habe davon auch nichts, wenn ich euch irgendwelche Märchen erzählen würde, aber das, was wir getestet haben, Axel hat sie ja mitgerocken, auch warm, ist wirklich sehr schön. Ja, wir haben ja bis jetzt bloß ein paar testen. Ein paar, alle konnte ich jetzt nicht testen. Wie gesagt, und ihr wisst, ich sage es immer wieder und ich sage es immer wieder gerne, was die Intensität anbelangt. Für den einen ist das vielleicht, was ich jetzt als schön empfinde, so gar nicht schön. Für den anderen ist es vielleicht zu schwach. Für den nächsten ist es vielleicht zu stark. Jede Nase riecht anders. Ihr merkt das schon, wenn ich mit Axel zusammen was anbüftel, dass wir da auch manchmal ganz anderer Meinung sind. Wie gesagt, wir möchten es euch jetzt gerne zeigen. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass die Firma, also die Familie Cup, die ihre Marke Buttercup genannt hat, wie gesagt, wegen der Blume, wegen der Blüte, ich versuche es euch nachher auch mal so ein bisschen zu zeigen, dass die auch mittlerweile Kerzen gießen. Und wie gesagt, ihr bekommt diese Düfte bei der lieben Manuela in dem Shop Geschenketrends 24. Wir würden auch jetzt am besten schon sagen, wie der Code heißt, falls ihr das ein oder andere... Wir blenden den ein. Ich sage es nur einfach mal, er heißt Buttercup, alles groß geschrieben, 20. Das heißt, ihr bekommt diese Woche speziell auf die Düfte Buttercup 20% Rabatt. Das geht, glaube ich, 7 oder 9 Tage.
Ich sage aber auch gleich dazu, wenn ihr jetzt nur auf, weil diese Düfte, es gibt nur 10 Standarddüfte und immer so 15, die so ein bisschen variieren. Wenn ihr nur auf diese Düfte ausseid, die sind auch relativ schnell im Shop vergriffen, dann schlagt jetzt zu. Wenn ihr geduldig seid und wenn ihr Ausdauer und Muße habt, es gibt nächste Woche nochmal ein Video mit einem anderen Rabattcode, wo es an, dann eben für andere Sachen auch 20% noch dazu gibt, dann wartet noch. Aber da müsst ihr Geduld haben. Da müsst ihr so ein bisschen buddha-mäßig unterwegs sein und sagen, ja, ich finde das schön, aber ich gedulde mich und hoffe, dass sie noch da sind. Wenn weg, dann weg. Also wie gesagt, der Code jetzt gilt nur für Buttercup. Nächste Woche gibt es nochmal einen anderen, der ist dann größer. Ich würde sagen, ich habe jetzt viel gesagt. Wie gesagt, was war denn das jetzt? Hast du mich jetzt angelacht, ausgelacht? Ich habe einen Fussel an der Nase irgendwie. Auf jeden Fall, angelacht hat er mich an. Gut, wir fangen jetzt an. Ich zeige euch jetzt den ersten Duft, den ich gekauft habe, und der Rest, den ich euch zeige, der war eben einfach so ein Paket. Goodies. Das ist, ja, es. Ich habe sowas noch nicht erlebt und ja, wie gesagt, wir fangen an. Unvorstellbar. Ja, der erste Duft, den ich gekauft hatte, ist Limoncello Cupcake. Wenn ihr das jetzt seht, ich weiß nicht, ob man sieht, über dem Buttercup ist so eine Blüte über dem ersten P. Und das sind diese 5 Blütenblätter, von denen ich gesprochen habe. Steht jedes Blatt für ein Familienmitglied. Dieser Duft ist, ich wollte ihn halt haben, weil ich gedacht habe, zitrisch, gehen ein bisschen schwer auf. Weil ich gedacht habe, zitrisch und Cupcake ist bestimmt ein schöner Küchenduft. Drin ist Lemon, Sugar und Cake. Und ja, vom Moment muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich so ein bisschen eine leicht bissige Note und habe so gedacht, naja, so richtig wie Cupcake ist es vielleicht doch nicht. Aber das ist eben die Limone, das ist das Lemon, was eben so ein bisschen stärker ist als die Zitrone. Und wir hatten ihn dann in der Lampe und der war so schön. Und ich habe den Wachs, nachdem das Teelicht aus war, immer noch gerochen. Der hat geballert. Ein richtig schöner Duft. Also wäre so ein richtigen Lemon Cupcake. Also nochmal einen Tacken zitrischer als mit Zitrone. Also ja? Es gibt ja wunderschöne so Zitronenkuchendüfte. Ja. Gibt es ja wirklich sehr, sehr viele. Ja. Ja. Und da gibt es auch wenig Unterschiede. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Also so habe ich es auch noch nicht gerochen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das ist dieses Limoncello, was eben so ein bisschen intensiver riecht als so ein Zitronenkuchen. Also ein Zitronencupcake wäre milder im Geruch, wa? Er ist schon kräftig. Er ist sehr kräftig. Mhm. Ja. Und die Limette, die ist ja wirklich hier da. Die dominiert erstmal. Also die Cupcake-Note kommt erst, wenn der Wachs warm ist. Die dominiert nicht. Dominieren kann man eigentlich auch nicht sagen. Das ist wirklich richtig ausgewogen, ja. Diese Gebäcknote, diese Vanillenote und diese Limette. Hm. Ja. Hm. Also es ist ein schöner, das frischer nicht, Duft für die Küche. Ich könnte das jetzt nicht mit einem anderen Zitronenkuchen kannst du auch nicht. Duft vergleichen. Nein. Weil das ist wirklich was ganz anderes. Ja, es ist was ganz anderes. Es ist zitrischer, es ist kräftiger und wie gesagt, es ist ein wunderschöner Duft für die Küche. War und wir haben eine Balkontür offen gehabt und das heißt schon und was. Das kam raus auf der Terrasse. Das kam bis auf die Terrasse auf raus. Das heißt schon was. Und trotzdem war der ganz stark. Trotzdem war der richtig stark in der Küche zu riechen. Und sah, wie gesagt, selbst nach dem Düfteln war der Wachs in der Teelichtlampe noch riechbar. Man hat die Limette ist hier so genial getroffen. Ja. Ja, ist ein richtig schöner Duft. Also das wer ist wirklich, so, wenn sowas ich so steht eine, für die Küche. Wenn ich so eine Limette aufschneide, wenn ich Fisch mache, ja. Und ich schneide so eine Limette auf und quetsche die so über den Saft. Genau so riecht das ja. Ja, der ist schön. Ist ein richtig, richtig toller Duft. Also wer auf sowas steht und wer sagt, Zitronenkuchen ist mir noch ein bisschen zu zart, ich möchte es noch ein Packen säuerlicher, kräftiger haben, zitrischer haben. Säuerlicher ist es ja nicht. Doch, finde ich es schon. Es ist ja limettischer. Limettischer halt. Dann guckt euch bitte, ich muss gucken, habe ich oder meine Fingernägel im Weg? Dann guckt euch bitte diesen Duft an. So, weiter machen wir mit dem Duft Grapefruit Pine. Den habe ich auch schon getestet. Und zwar habe ich den getestet, in der Stube. Weil der Duft mich ganz dolle an Zenzi erinnert. In dem Duft drin ist es Grapefruit Pine und Vanilla. Also das so, ja, also wie gesagt, das war rohe Gewalt, wenn ihr das hier seht. Hier ist so ein bisschen was abgebrochen. Es ist auch, muss ich dazu sagen, ein weicher Wachs, also kein harter Wachs. Ich würde denken, so Richtung Soja geht das so ein bisschen. Aber angenehm. Und der Duft, ja,
Der Duft ist für mich, ich weiß nicht, wer von euch den Duft eventuell schon kennt, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare, welchem Sensi-Duft er ähnelt. Und ihr wisst ja, ich mag Pinien, Tannendüfte von Sensi und natürlich finde ich auch den hier wunderschön. Und der ist kräftig, den hatte ich, das war der, den ich gestern im Wohnzimmer anhatte, wo ich gesagt habe, der erinnert mich ganz doll an den Sensi-Duft, aber ich komme nicht drauf. Weil, wie gesagt, Sensi macht ja auch so Tannen-Piniendüfte mit so einem zitrischen Einschlag. Tanne ist das nicht, das ist Pinie. Reine Pinie, das ist wirklich Pinie, ne? Das ist ja... Die Pinie hat ja so einen wirklichen Eigengeruch, ne? Oder Eigenduft. Riechst du dann den zitrischen oder mehr so einen bitteren Anteil von der Grapefruit? Der ist zart hinterlegt und der ist zitrisch, aber wa? Ja, der ist so mehr in der Herznote, ne? In der Kopfnote ist wirklich hier die Pinie. Volles Rohr. Also wer auf sowas steht, und ich finde, das sind ja auch Düfte, die gehen gut im Sommer, wa? Mal so zum Erden, zum Runterkommen, so finde ich. Also wie gesagt, mir hat der richtig gut gefallen. Was ist da in der Basis noch drin? Vanille. Ach, die Vanille macht das so süßig. Das ist ein richtig, richtig schöner Duft. Also mir gefällt der richtig dolle gut. Aber ich mag sowas eben. Und ich mag so eine Düfte, wie gesagt, auch im Sommer. So ist das, ist wieder das, was ich immer sage. Ja? Hier sind jetzt bloß 3 Zutaten drin. Ja. Da wären schon ein paar mehr drin. Da werden ein paar mehr drin sein. Du siehst doch, wenn wir gießen, was aber eigentlich alles drin alle. Ist. Die riechst du alle. Die riechst du jede riechst du einzelne alle. Komponente. Ja? Guckt ihn euch an, ist ein sehr schöner Duft, wer auf sowas kräftig, walliges, pinies steht, mit einem leichten... Ja, weniger Zutaten sind oft mehr. Oft mehr. So, machen wir weiter. Den habe ich noch nicht probiert. Aloe. Pineapple, Mango, Passionsfrucht. Oh, das schreit ja auch schon wieder mein Name. Das schreit ja schon wieder ganz laut Axels Namen. Aber wie gesagt, den haben wir... Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Habe ich den schon mal gerochen? Wir haben den alle schon angerochen. Passionsfrucht, da bin ich mal gespannt. Manche, sie klemmen noch ein bisschen und ich muss auf meine Fingernägel aufpassen. Ja, und der ist für mich jetzt im Kaltriechen ein zarterer Duft. Liegt vielleicht an den, ja, ich weiß es nicht, an den zitrischen Komponenten. Ich rieche jetzt nicht unbedingt, doch, jetzt rieche ich es auf immer. Ich rieche eigentlich vordergründig eigentlich die Mango und die Ananas. Und die aber wunderschön gemischt, aber es ist jetzt kein erschlagender Duft. Das kann aber in einer Lampe wieder ganz anders sein, aber mir würde in der Intensität auch reichen. Passionsfrucht weiß ich jetzt nicht so richtig, kann ich nicht so richtig zuordnen, ja, aber Ananas also und Mango. Mango und Ananas würde ich schon sagen. Passionsfrucht weiß ich jetzt nicht so. Den Passionsfrucht, der macht das aber vielleicht sagen, so süßlich. Das ist nicht die Blüte. Kann auch sein, vielleicht ist das die kennst Blüte. Du, kennst du noch meinen Garten in Leipzig, wo ich die ganze Wand voll Passionsblumen hatte? Wir hatten das auch bei uns im Garten, aber dann haben sie uns die kaputt gemacht, weißt du noch? Wir hatten das ich würde erst sagen, das ist die Blüte, aber ist es nicht macht die Frucht. Ich würde ihn aber, glaube ich, auch in der Küche probieren, oder? Das ist ein schöner Küchenduft, so ein schöner, fruchtiger, süßer, fruchtig, süß. Aber du riechst die Ananas und die Mango deutlich raus. Die und aber so perfekt abgemischt, wa? Nicht irgendwie, dass eine Komponente zu stark ist. Finde ich. Das ist besser. Ich rieche wirklich, was ist da alles drin? Ananas, Mango und Passionsfrucht. Ja, riechst du alles? Ja, die Passionsfrucht, ja, wie gesagt, wenn es die Blüte ist, vielleicht ist dieser leicht blumige Einschlag, weiß ich nicht. Oder die fruchtige Komponente geht da ein bisschen verloren von der Passionsfrucht. Ich würde eher so auf die Blüte tippen. Oh, Alter. Ist ein schöner Duft. Ist für mich aber ein Duft, den ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne... Hätte ich es jetzt so besser, ja. Den ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne in der Küche düfteln werde. Oder in der Werkstatt. Ja, das müssen wir uns aber noch überlegen. Also mal ein Würfelchen vielleicht? Nein. Machen wir weiter mit Greenhouse. Lemon, Fresh Cut Grass und Floral. Also zitrisch, Gras und Blümchen. Den habe ich für euch auch schon probiert. Da habe ich die Grasnote eigentlich, glaube ich, auch nicht so wahrgenommen. Aber eine sehr, sehr schöne, den habe ich auch mit roher Gewalt. Weißt du, ich bin ja die von hinten so andatscht und dann muss das vorne rausfallen. Ist aber bei weichem Wachs nicht immer so gegeben. Und deshalb habe ich den schon so ein bisschen zerkrümelt. Roher Gewalt, halt. So, kennst du von mir, wa? Ja. Ich würde sagen, ich rieche eine zitrische Note. Und ich rieche eine sehr florale Note, die aber angenehm ist. Ich rieche aber nicht das Gras. Bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Riechst du eine Grasnote? Also ich doch, so leicht. Ja, leicht. Aber wenn, dann ganz leicht, oder? Ich rieche eher Blümchen und was Zitrisches. Mein Magen knurrt. Dabei habe ich heute schon eine Banane gegessen. Axel überlegt und überlegt. Ja, ich rieche da irgendwas, wo ich aber nicht weiß, was es ist.
Obwohl ich den Duft in der Nase habe. So, Jasmin also vielleicht? Ich finde, starke Blüten sind da drin. Es ist irgendeine ganz starke Blüte. Ja, Jasmin entweder oder so. Magnolie oder Jasmin. Ich würde eher denken, Jasmin oder was ist denn noch immer so stark, was so mächtig, Heliotrop oder irgendwie sowas. Irgendwas Starkes ist drin. Also für mich ist es ein zitrischer Blumenduft eigentlich. Das Gras nehme ich jetzt nicht so wahr. Ein Fresh Cut Grass. Wenn ich jetzt an also unseren Grasduft denke, das ist anders. Lemon-Note, also die zitrische Note ist ganz deutlich. Ja. Aber auch nicht sauer, sondern so leicht süßlich. So eine leicht, mehr wie so Mandarine, Orange. Und dann eine richtig kräftige Blüte. Aber ich weiß nicht, was für eine. Riecht aber gut. Oh, sehr schön. Sehr schöner, also wer so auf kräftiger Blumendüfte steht, mit einem leicht zitrischen Akkord, der ist da bestens aufgehoben. Und war auch sehr intensiv. Sagen, Magnolie. Aber ich finde immer, Magnolie riecht ja auch nicht so stark. Ich würde eher denken, dass sie jetzt so in Richtung Jasmin oder irgendwie so Orangenblüte oder irgend sowas. Naja, so Orangenblüte glaube ich ja nicht. Da, ja, gut, da ist jetzt natürlich eine starke Orangennote. Es ist was Kräftiges drin, aber wir sind noch nicht drauf gekommen, welche Blume das ist. Also die Blüte weiß ich jetzt nicht, was es ist. Habe ich eigentlich vorhin gesagt, dass diese Buttercup Candles, dass die auch wirklich von Hand abgefüllt werden, habe ich gesagt? Weiß ich auch. Habe ich es jetzt gesagt. So, machen wir weiter mit einem Duft, den ich gestern auch noch probiert habe, wo mir das Label ganz besonders gut gefällt, weil ich es ja so ein bisschen schlicht, schwarz-weiß auch manchmal mag. Und zwar ist das Zeder und Lavendel. Da habe ich erst gedacht, im Kaltriechen habe ich gedacht, ja gut, das ist auch French Lavender, Zeder und was nicht, grüne Noten. Habe ich erst so gedacht, naja, das wird wohl so ein bisschen ein schwererer, so ein vielleicht leicht mystischer Duft, so für Winter, Herbst, so. Und vom Moment nimmst du auch erstmal ganz, nee, eigentlich, wenn ich jetzt wieder dran rieche, siehst du, vielleicht liegt es doch daran, dass ich ihn gestern probiert habe. Ich habe vor dem Moment eigentlich erst die Zeder, aber wenn ich jetzt dann rieche, rieche ich erst den Lavendel. Jedenfalls habe ich den gestern probiert, den hatte ich im Bad an. Und ihr Lieben, der kommt so schön. Ihr riecht weder die Zeder zu stark, noch riecht ihr den Lavendel zu stark. Es ist ein krautiger Lavendel mit Zeder. Aber die Mischung kam richtig parfümig rüber. Die kam warm, die kam kuschelig im Bad. War richtig, richtig toll. Den, wie gesagt, habe ich auch erst gestern. Ich habe sie ja noch nicht so lange, aber ich wollte halt testen. Das ist doch nicht drin. Nee. Zeder und Lavendel. Aber perfekt, so abgemischt, perfekt abgemischt, dass nichts dominiert. Ja? Also es ist, wie gesagt, wenn ich ins Bad gekommen bin, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, hier riecht es nur nach Lavendel. Es hat aber auch nicht nur nach Zeder gerochen. Es war einfach perfekt gemischt. Für mich. Und dadurch wurde der auch richtig schön parfümig, kuschelig, schöner Duft. Ein richtiger, schöner, warmer, kuscheliger Duft ist das. Ja. Machen wir weiter mit einem Duft, den ich noch nicht probiert habe. Grün, Zitrus, Floral, Amber, Musk. Der Duft nennt sich Nova. Nova, wie gesagt, es sind eben alle weiß, war. Das habe ich euch ja schon gesagt. Also Farbe hier habe ich nicht dabei. Ich denke mal, die werden nur weiß riesen. Pigmente habt ihr auch nicht, die so manchmal so oft pluppen dann im Wachs. Also es ist eben Hauptaugenmerk auf den Geruch gelegt. Ja, das haben sie ja geschafft. Und da weiß ich jetzt nicht, also für mich ist der parfümig, floral, Zitrus, aber nur ganz, ganz zart. Ich kann jetzt noch nicht einschätzen. Ich würde sagen, es könnte aber irgendwie ein angenehmes, aber nicht so starkes Damenparfüm auch sein. Für mich ist es, ich wüsste jetzt aber nicht welches, aber ich möchte sagen, sowas in der Art habe ich schon gerochen als Parfüm, aber eben in dezenter. Wie gesagt, weiß ich nicht, wie er in der Lampe ist. Es ist was Florales, es ist was Moschuslastiges, aber es ist auch wieder nichts, was jetzt so dominiert, dass du sagst, du riechst nur die eine Komponente. Oder? Riechst du was sehr, anderes? Sehr floral, also sehr floral. Blumig. Ja. Blumig. Ne, blumiges und so Parfüm. Und hinten dann mit Parfüm. Ne? Mhm. Gefällt mir richtig toll. Masken, Amber, Moschus. Amber ist jetzt... Riechst du grüne Noten und Zitrus? Ich finde so ein Hauch Zitrus ist Hauch, drin, aber wirklich, Hauch, ja. Eigentlich aber ist das ein moschuslastiger Blumenduft, oder? Also könnte gut als Amber Parfüm durchgehen. Amber ich jetzt nicht wirklich so wahr, wahrscheinlich durch die überwiegenden Blüten. Der ist aber schön. Da gefällt mir auch das Label irgendwie, finde ich auch schön. So manches ist so ein bisschen gestaltet. Wenn man so richtig voll die Nase zieht, ja, dann kommt schon die leichte Süße von dem Amber durch. Ne?
Aber der ist schön. Ja. Das ist ein schöner Duft. Aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht probiert. Im Clamshell riecht er sehr blumig, parfümig. Hm. Bin gespannt, wird ein Duft für mich, den ich wahrscheinlich. Süß. Ja, den werde ich im Bad probieren. So, machen wir weiter mit, den hatte ich gestern an. Beach Kiss. Pistachio Jasmin Vanilla. So sieht er aus und riechen tut er einfach süß. Einfach süß. Ich muss sagen, da bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht unbedingt die Pistazie da irgendwie gerochen. Nee, und ich rieche es auch hier nicht. Es ist, und das ist wieder ein Parfüm. Dann nicht nochmal. Ich glaube, ich habe das so hier unten. Es ist für mich ein Parfümduft. Riech mal, Schatzi, so habe ich schon gerochen. Ich weiß nicht, welches. Ich habe zu viel Parfüms unten rumstehen. So habe ich schon gerochen. Oh, das, du riechst keine Pistazie. Nee, ich rieche die Pistazie. Oh, die ist doch ganz deutlich in der Kopfnote. Seht ihr das? Deshalb zwei Meinungen. Aber ganz, ganz deutlich Pistazie. Ich rieche einfach ein süßes Parfüm. Ja, ich glaube, das hast so ein das Parfüm hast du. Ist das Le Tendier, ist das so von Givenchy? Irgendwie so in die Richtung geht das, glaube ich. Oh, ist das ein herrlicher Duft. Hm. Den hatte ich gestern an. Aber der hat in der Lampe dann hauptsächlich süß gerochen. Vielleicht war das die. Nee, ich würde auch sagen, das war für mich eigentlich eher eine parfümige Vanille, was ich dann mal. Oh, fast hat gescheppert und meine Haare fallen auseinander. Ihr Lieben, ich muss mal kurz eine Klammer suchen. Hier auf dem Kopf sind ja ein paar versteckt. Also das vorhin in dem Duft, wo wir nicht wissen, was das für eine Blüte ist, Jasmin ist es nicht. Denn hier kommt der Jasmin richtig gut durch. Ja, was war denn das für ein schöner Duft? Ich glaube, Greenhouse? Nee. Nee, hier, das mit dem. Ach, hier, Aloha. Nee, Quatsch, und nee, Nova. Nova. Der hier. Hm. Also, Jasmin ist es nicht. Ich würde doch bei dem Duft auf Magnolia tippen. Ja. Aber der ist schön. Und der ist richtig schön. Und wer so hier riecht man wirklich den Jasmin. Ne? Ja, ganz aber deutlich. Wer so auf süßliches Parfüm steht. Also, wie gesagt, für mich ist es ein Parfüm. Ich habe die Pistaziennote ist bei mir in der Nase und bei Jan. Die ist sofort da. Seht ihr? Deshalb machen wir so zwei Meinungen, könnt ihr euch jetzt eine dritte bilden. Dann kommt der Jasmin und dann unten bleibt dann in der Basis die Vanille. Ja. Das ist aber schön. Mm. Und auch intensiv. Oh. Also wie gesagt, ich muss immer dazu sagen. Das ist wirklich eine ganz andere Hausnummer von dem, was wir bis jetzt. Gut, Sensi ist auch. Sind alle gut auf ihre Art, ja. Aber der hier ist eben. Oh, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist was aber ganz es ist anderes, eben auch wenn es industriell aussieht, das ist eben handmade. Ja? Und das ist, die Familie scheint auch sehr viel Wert auf gute Düfte zu legen. Ihr wisst es, die Amerikaner, wenn wir so kleine Stücken in eine Lampe hauen, die kloppen sich die Lampen ja voll, bis es überschwappt. Die düfteln ja nochmal ganz anders als wir. Und deshalb ist vielleicht auch die Konzentration ganz anders. Weißt du? Als man das so im eigenen Bereich kennt. Ich finde, da sind nicht so viele verschiedene Inhaltsstoffe drin, die dann so einen Mischmasch ergeben, wo du dann nicht mehr weißt, was ist da jetzt eigentlich alles drin. Ja, ich kann das zwar man in irgendeine Kategorie kloppen, ja, weil es mich erfrischt oder weil es mich zum Grillen anregt. Das hat er jetzt nicht gesagt. Wir sind bei einem anderen Thema. Lass bloß dein Grillen und chillen hier raus. Hier rieche ich alles, was draufsteht. Hm. Ja. Und das ist das, was mir so gefällt. Ja. Ja. Dass ich auch wirklich das wahrnehme, was mir da verkauft wird. Ja. Mehr oder weniger. Und was ich nochmal sagen wollte, wegen dem, weil ich gesagt habe, ich habe ein paar für euch schon angedüftet. Also nur so zum Vergleich, ihr wisst es ja. Ich meine, es gibt viele Videos bei YouTube, wie düftle ich richtig. Wenn ich Düfte probiere, sei es die Düfte aus unserem Shop, sei es neue Düfte, die ich bekomme, habe ich relativ niedrige Teelichtlampen, die habe ich euch in meinem Geburtstagvideo gezeigt, die von Action, so in der Höhe sind die, und dort mache ich auch nur ein kleines Teelicht runter. Das ist für mich dann immer so die Standardlampe für den Erstversuch, damit ich weiß, wie kommt der Duft bei mir an. Ich habe auch größere Lampen, da mache ich dann mal ein 6 Stunden Teelicht drunter. Aber nur für den ersten Schnupp, um den Duft kennenzulernen, um mir eine Meinung zu bilden, nehme ich immer meine Action-Teelichtlampen, immer mit einem 4 Stunden Teelicht, damit ich immer eine konstante Größe habe, um zu vergleichen. So, machen wir weiter. Lilac Blossom. Lilacs, also Flieder, Jasmin und frische Luft. Und ich sag euch, ich habe ja selber einen Fliederduft im Shop, aber Flieder und Jasmin. Der Duft hier ist eigentlich der Duft hier ist recht ähnlich, oder? Es ist
er erinnert mich ein bisschen an unseren Flederduft im Shop, aber ich finde ihn noch ein bisschen authentischer. Und so ein schöner Duft. Und ich habe auch erst gedacht, ja, der ist ein bisschen zart. Nimmst du wieder zwei Würfel, verteilst das in deine zwei Lampen. Es hat so schön im Wohnzimmer gerochen. Wie gesagt, deshalb habe ich sie extra getestet für euch. Und es ist ein authentischer Fleder. Es gibt viele Fledermädchen unter euch, die Flederdüfte mögen. Und wie gesagt, ich sage immer, den Duft, den ich gegossen habe, mag ich auch ganz doll. Und aber dieser Duft war für mich auch so richtig authentisch. Es war wirklich so, als Augen, wenn ich... Wenn du da Augen zumachst und du riechst das, hast du sofort das Bild von so einer dicken Flieder-Dolde vor deinem inneren Auge. Ja. Ich meine, ich pflück ja keinen Flieder, ich breche den nicht ab, weil Flieder in der Vase kommt nicht gut. Aber es ist so, als wenn ihr so an einem Fliederstrauch steht und so diese Blütendolden anschnuppert, oder? Authentischer Flieder. Und Jasmin. Ich rieche den Jasmin nicht, ich rieche nur, vielleicht gibt der so eine Unternote. Ich finde, es riecht für mich nur nach Flieder. Als wenn ich draußen an einem Flieder... Reiner Flieder ist es nicht. Also es ist ganz deutlich Flieder. Mhm. Ja. Aber dann kommt der Jasmin so leicht durch, ne? Ja, den rieche ich nicht. Und dann so eine leicht ozonische Note irgendwie. Naja, frische Luft. Aber es ist ein schöner Duft. Also wie gesagt, steht ihr auf Flieder, guckt euch den Duft an. Du musst wirklich mal die Ohren zu machen. Du musst mal riechen, die Ohren zu machen. Da hast du sofort diese blauen, lilanen... Ja, weißer Flieder, könnte auch weißer Flieder sein. Filter im Kopf, ja, von so einer Fliederbilde. Guckt ihn euch an, wie gesagt, denkt an den Rabattcode, der die nächsten Tage gilt. Oder ihr wartet, wie gesagt, noch nächste Woche auf den anderen Rabattcode. Aber das kann dann durchaus sein, dass so eine Düfte, weil ich, das weiß ich nicht. Jetzt, wie gesagt, Buttercup hat wohl so um die 10 Standarddüfte, habe ich ja schon gesagt, aber ich weiß nicht, welche das sind. Und ob der Lilac Blossom jetzt so ein Sonderduft ist, weil jetzt Fliederzeit war, ist, je nachdem, wie das Wetter jetzt ist und wie er verblüht ist schon, kann das natürlich sein, dass das ein Duft ist, der dann bald ausverkauft ist, weil der nicht zum Standard gehört. So, dann machen wir den nächsten Duft. Den habe ich auch noch nicht probiert. Forever Midnight Citrus Pomegranate. Pomegranate? Ja. Peony. Also Pfingstrose. So sieht er aus. Das Label finde ich auch ganz hübsch. Ich bin ja wohl so ein Label-Tante. Aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht probiert. Und das ist, ich glaube, das war für mich der zarteste. Der riecht für mich irgendwie, hat ja eine cremige Komponente. Ich weiß nicht, ob die, was ist ein Pomegranate? Granatapfel? Granatapfel. Dass der das so ein bisschen abmildert, aber schön süß macht. Er hat eine wunderschöne Süße. Ich rieche aber jetzt nicht, was habe ich gesagt? Zitrus? Nee, für mich ist er eigentlich ein süßer Duft. Also ist jetzt wieder meine Meinung. Die Zitrus nehme ich eigentlich gar nicht wahr. Ich nehme irgendwas leicht Blumiges wahr und das wunderschön süß. Fruchtig ist er für mich jetzt auch nicht. Mal sehen, Axel, riecht es bestimmt ganz anders. Granatapfel ist schön. Hm. Das ist richtig schöner Granatapfel. Aber da kommt hauptsächlich die Süße, finde ich, oder? Und was Blumiges. Was ist denn da für eine Blume drin? Peony, also Pfingstrose. Ist Pfingstrose? Ich glaube schon. Ja, das Zitrische ist ein bisschen im Hintergrund. Ja, es ist erstmal süß, oder? Ja, der Granatapfel ist aber schön. Das ist ja richtig schöner. Wie der Granatapfelsaft, den wir unten haben. Ne, haben wir den noch? Ich kann sagen, haben wir den noch? Der ist schon alle, ja. Den wir unten hatten. Hatten. Aber der ist schön. Und wie gesagt, der hat sowas, der hat für mich so einen Moment von irgendeiner schönen Körperpflege auch. Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht nur so... Ja, das wird als Creme, Bodylotion, so irgendwie. Nicht Duschbad. Aber nicht den Lotion-Moment habe ich jetzt nicht. Ich habe mehr hab so das... Einen süßen... Und so ein fluffigen, für mich könnte das auch so, das Süße könnte irgendwie auch so ein bisschen so, ja, nicht jetzt so ein purer Zucker, sondern so, Zucker. Nicht vanillig, so Marshmallow-mäßig süß. Das ist der Granatapfel. Hm? Da ist er nicht so süß, ja, da ist er schon so ein bisschen leicht herb. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich kenne Granatapfeldüfte auch gerade von Sensi, die werden dann so komisch säuerlich. Das hat er nicht. Naja, das er hat er überhaupt nicht. Also da ist der so Granatapfel ist reif. Ist da was Zitrisches drin? Nee, steht drauf Zitrisch, aber das haben wir ja nicht hat gerochen. So eine leichte, doch ganz dezent hat er so eine leichte Zitrische. Axel hat das wieder dezent gerochen, ich wieder ja nicht. Ich brauche eine neue Nase. Hast du ja schon mal festgestellt, war ich. Na doch, der ist doch ganz schön dezent zitrisch so in der Kopfnote. Ich rieche nur. Dann hast du den Granatapfel und dann... Vanille, oder? Steht nicht drauf. Ach nee, Vanille, die Blume. Was war's? Pfingstrose. Ich rieche was Süßes mit Röschen. Jawohl, der Granatapfel bleibt für mich eigentlich noch in der Basis.
mit der Pfingstrose, die dann so leicht kommt. Jedenfalls ist er schön, aber wie gesagt, er könnte für mich auch eine schöne Fee. Auch so eine schöne, dezente, zitrische Note in der Kopfnote. Er könnte für mich jedenfalls auch eine schöne Pflegelinie im Bad sein, sage ich jetzt so als Frau. Für einen Mann wäre das jetzt nichts, aber für uns Frauen wäre das schon was. Doch, finde ich schon. So, machen wir weiter. Was machen wir weiter? Garden Party hatten wir auch erst an. Pfingstrose, Prosecco, Vanilla. So sieht das Label aus. Hatte ich auch zwei Würfel an, beide im Wohnzimmer. Der war für mich schon blumiger und der hat das hier so prickeln. Der hat dieses Prickeln eines Proseccos. Ich weiß nicht, wie man das macht, dass man dieses Prickeln in der da Nase hat. Schon mal so ein Duft war. Ja. Ich weiß aber nicht mehr. Der war von Pringle. Der hat man auch so dieses Prickeln auf der Zunge gehabt, wenn man da dran und der hat da dieses Prickeln, der war auch intensiv, nicht ganz so intensiv wie zum Beispiel der Lilac oder so. Da riechst du dran, da hast du das hinten auf dem Gaumen, dieses Prickeln. Du hast irgend so ein Prickeln. Also wie gesagt, auch ein wunderschöner Duft. Für mich jetzt von der Intensität ein bisschen leichter. Wie kriegt man denn sowas hin? Aber schön. Garden Party. Das ist der Duft, der in deinem Kopf was auslöst, der. Der sagt, eigentlich hätten wir uns auch mal ein Prosecco mit hochnehmen können, oder? Wir feiern schließlich die Düfte, wir feiern dieses schöne Paket und wir feiern mit euch. Ihr sollt ja davon auch was haben, eigentlich hätten wir ein Prosecco trinken können. Wa? Irgendwie macht so... Bin ich raus. Ja. Axel hat ja nicht mal Silvester mit mir angestoßen. Mit was haben wir angestoßen? Haben wir angestoßen? Ich habe meinen Tee getrunken. Ja, und ich war krank mit Corona, ich habe Dornisch getrunken. Silvester ist Schall und Rauch bei uns gewesen. Ja, jedenfalls, wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen leichter, ein bisschen dezenter dafür ein bisschen prickelig haben wollt, schaut euch diesen Duft an. Der ist auch sehr, sehr schön. Machen wir weiter mit. Den habe ich auch noch nicht probiert. Den zum Schluss. Den zum... Ach ja, warum das eigentlich? Weil der so einen schönen Namen hat oder was? Dann machen wir halt mit dem anderen. Peace and Love. Patchouli, Amber, Nacktschampa. Das ist jetzt ein Duft. Der ist auch schön. Den müsste eigentlich Axel hauptsächlich riegen, weil das kann ich schon im Vorab sagen. Das Label ist wunderschön. Guckt euch das an. Das hat so richtig was aus der Peace-Zeit hier. Fehlt eigentlich nur noch, ist das Zeichen drauf? Nee. Ja, ja, im O. Ach, da im O ist es drauf. Ja, jetzt sehe ich es auch. So Flower Power Zeit. So. So, ich sehe die richtig alle so mit die Männer, jetzt sehen wir noch Männer, mit so langen, lockigen Haaren, Schlachhosen und so ein Stirnband. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht mit der Feder vom Indianer, sondern einfach nur wie die so rumgerannt sind. So Schnauzer hier, lockige Haare. Voll gedröhnt bis sonst. Irgendwelche Hemden mit so weit. Schatzi, sowas habe ich nicht gesehen, wenn ich an Flower Power denke. Ich weiß nicht, was. Das ist doch aber eigentlich, da haben wir doch schon, wie alt warst du in der Flower Power Zeit? 17, 18 Jahre? Du warst so. Boah, Jährchen, ich habe das nicht mitgekriegt. Also ich bin bei solchen Events... Hast du auch nicht verpasst. Warst du bei solchen Events? Natürlich. Mach jetzt weiter. Das artet sonst aus. So schön war's. Ja, jedenfalls ist das nicht mein Duft. Aber wie gesagt, muss ja auch nicht jeder mein Duft sein, weil hier drinnen ist Nacktschampa und da bin ich raus. Das ist das Problem. Patchouli mag ich. Ich mag Amber, aber ich kann Nacktschampa. Nein. Aber er ist schön. Dafür, dass es ein Nacktschampa ist. Ich habe schon Nacktschampa-Düfte angerochen. Ich habe auch früher Nacktschampa mit Räucherstäbchen gedüftelt. Aber wahrscheinlich so oft, dass ich es nicht mehr riechen kann. Für mich ist es, wisst ihr noch, wo wir uns kennengelernt haben? Da haben wir so handgemachte Räucherstäbchen gekauft auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig. Ne? Und da fand ich das immer nur schön, aber ich habe es so übertrieben, dass ich nicht mehr riechen kann. Das ist für mich der schönste Nacktschampa-Duft, den ich je unter der Nase hatte. Weil der, durch das, diesen Amber, der da so ein bisschen so eine leichte Süße und Tiefe reinbringt. Ja? Und dann irgendwas Blumiges, was ist denn das? Na, Flower Power. Patchouli. Das ist so deine Zeit, Jati. Flower Power sind wir beim Thema. Ja, aber es ist so... Das ist so ein genialer... Er ist zart. Trotz der Nacktschampa-Note ist er zart. Und wenn ihr auf Nacktschampa... Trotz der Nacktschampa-Note. Naja, komm, ich habe schon Nacktschampa... Ich habe schon Nacktschampa-Düfte in der Nase gehabt. Da hat es mir die Schuhe ausgezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ich kann es nicht mehr. Ich habe sie lieb, aber wenn ich die Wahl hätte bei Nacktschampa, ich fühle mich ja so ein bisschen veröppelt dann auch mit Wachs. Wenn ich die Wahl hätte bei Nacktschampa, würde ich lieber zu einem Räucherstäbchen greifen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wachs ist für mich so irgendwie... Die Räucherstäbchen riechen im Endeffekt immer alle gleich.
Ja, da kannst du kaufen, was du willst. Aber das ist für mich, das symbolisiere ich mit Nacktjumper, aber nicht Wachs. Das ist wirklich, also wenn eine Nase eine Erektion kriegen würde, würde jetzt Pinocchio hier sitzen. Oh, das war jetzt nicht ganz jugendfrei. Was hast du jetzt Pinocchio gesagt? Also wie gesagt, ehrlich, das ist wirklich... Da müssen wir ja aufpassen, wann du den Duft düftelst. Au wei. Nee, also wie gesagt, es ist eine schöne Nacktjumper-Note. Es ist nicht so, dass ich es gar nicht riechen kann, aber ich kann es nicht düfteln. Das ist also so Axel sein Duft. Ja, absolut. Absolut. Ja, glaube ich, war. Das ist so voll dein Ding. Das ist. So, dann machen wir weiter mit. Machen wir weiter den mit Starfrucht Jasmine. Starfrucht Jasmine Amber. So sieht er aus. Ach so, hier die Sternfrucht. Ja, das sieht aus wie so eine Gurke, die geformt ist. Wenn es aufgeschnitten ist. Hat Schild von einer Gurke. Nach was die riecht. Riecht die nach was? Weiß ich nicht. Hab ich sie schon mal gegessen. Starfrucht ist ja eigentlich mehr so. Also geschmacklich ist sie ja. Ne, frisch wird sie doch nicht. Übersichtlich. So im Abgang so ein bisschen leicht säuerlich. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie es riecht. Und wie gesagt, ich finde. Den Duft, der ist ganz schwer zu beschreiben. Wie gesagt, für mich ist der parfümig, der hat, jetzt nur meine Beschreibung, der hat für mich was Frisches, was Fruchtiges, könnte aber auch so ein Hauch aquatisch dahinter sein und eine parfümige Note. Und das ist für mich eine wunderschöne Mischung. Ich rieche nicht den Jasmin explizit raus, weil der kann ja manchmal auch so ein bisschen stichig sein. Ich rieche die Starfrucht sehr, sehr kräftig, ja. Ja, ich rieche die Starfrucht nicht raus, weil ich nicht weiß, wie sie riecht. Aber es macht für mich einen frischen, parfümigen Duschbadmoment. Ich weiß es nicht. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Und vor allen Dingen, ich finde ihn hauptsächlich fruchtig. Ja, ja, das habe ich jetzt zuerst in der Nase gehabt, ne, was fruchtig ist. Und süß. Also eine süße Frucht oder es ist noch Vanille. Aber so richtig Vanille schon. Nee, steht nicht drauf, aber was vielleicht drin sind. Ja, der hat so ein leicht, für mich auch ein leicht. Also ich würde, kann jetzt nicht so hundertprozentig sagen, ob das Starfrucht ist, weil ich das jetzt nicht so wirklich im Kopf habe, weil ich die eigentlich so sehr, 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 sehr selten benutze. Haben wir die überhaupt schon mal geguckt? Ja. Als Deko, war so für Deko nimmt man das ja so. Also ich wollte nur kurz sagen, wenn ich hier so rumfummel, irgendwie habe ich es ja so halt tausendmal. Aber süß, leicht süß, fruchtig. Aber schön ist der, oder? Sehr schön. Ich finde auch zum Glück, dass diese, wie sie sagt, dass diese so, Jasmin nicht so überdimensional ist. Der ist schön dezent. Ja, ist ein richtig schöner Duft. Also mir fällt mir auch. Aber wie gesagt, kann ich noch schön nicht rund. Zur Intensität so sagen, weil habe ich noch nicht probiert. Süß-fruchtiger Jasmin-Düfte. Nee, Jasmin-Duft nicht. Jasmin ist ja mehr so im Hintergrund. Süß-fruchtig-blumig. So ganz schnell gesagt, ne? Aber ein schön. Aber ein richtig schön. Also ein richtig schöner Duft. Könnten wir vorstellen, dass der recht intensiv ist, weil ein Klemmscher riecht da ja schon gut. So, ihr Lieben, einen haben wir noch. Und jetzt musst du mir mal erklären, warum der zum Schluss dran kommen sollte. Na, guck doch mal die letzte Komponente an. Rhubarb. Ich habe gedacht, erst du hast was mit dem Puppy hier, weil wir ja Flower Power Zeit schon irgendwie... Nee, war nicht. Nein. Ich hab jetzt, was ist denn eigentlich Poppy Pier? Poppy? Was Pier? Pier ist für sich? Und Rhabarber. So sieht er jedenfalls aus. Wir zeigen ihn euch erstmal, bevor ich das vergesse. Probiert, wie gesagt, habe ich ihn noch nicht. Aber es ist Rhabarber drin. Und da ist mir im Grunde genommen jede andere Komponente in erster Linie schon mal egal. Hauptsache steht Rhabarber drauf. Ja, und das ist aber was Süßes. Ich würde sagen, den Rhabarber rieche ich so dominant hier gar nicht raus. Also ich kenne da andere Rhabarberdüfte, die da intensiver sind. Ich würde sagen, dieses, was ist Poppy? Was steht denn drauf? Poppy, Pier, Birne? Nee, Pier, ja doch, Birne, war. Ja, die Birne und Rhabarber. Birne und Rhabarber, aber ich würde sagen, der Rhabarber ist im Hintergrund. Das muss ich auch mal probieren. Birne und Rhabarber kommt. Aber ich finde, der Rhabarber ist im Hintergrund, sei mal ehrlich, oder? Ja, der ist nicht überwiegend. Nee. Also nicht dominant. Der das ist jetzt auch nicht so ein süßes Rhabarber. Der Rhabarber ist da. Ja, aber für mich im Hintergrund. Also wer jetzt darauf hofft, dass das ein richtig intensiver Rhabarberduft ist, oder wer jetzt sagt, nee, will ich nicht, weil Rhabarber drin ist, der ist wirklich dezent im Hintergrund für mich. Ich würde sagen, es kommt erstmal diese süße Note, ist der oder? Da noch drin? Poppy. Ja, jetzt, ich kann nicht gucken. Da ist noch was drin, weiß ich auch nicht, was es ist, aber...
eine wunderschöne Mischung zwischen Birne und Rhabarber. Mhm. Ja. Das ist wieder so ein Pinocchio-Duft. Was heute los ist hier? Guck mal, unser Akku geht langsam zu Ende. Naja. Was heute los ist hier? Jetzt habe ich ja was geprägt. Jetzt hat er was. Pinocchio-Duft, das ist cool. Das ist ein Pinocchio-Duft. Jedenfalls ist er schön, aber wie gesagt, ich kann... 1000 Nasen möchte ich schon wieder haben. Die müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht holen wir den heute mal unten im Wohnzimmer ran. Ne? Wie gesagt, sind ja noch ein paar offen, die wir noch nicht probiert haben. So, ihr Lieben. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt nicht so gleich, sondern nächste Woche. Wir haben euch heute diese Buttercup vorgestellt, aber wie gesagt, in dem Paket war noch so viel mehr. Es ist auch noch was dabei, was ich bestellt hatte, aber ganz viel, was ich nicht bestellt hatte. Und wie gesagt, ich sage es doch mal, weil wir uns so gefreut haben, möchten wir die Freude auch weitergeben. Wir haben auch eine ganze Weile mit Manuela telefoniert. Wir haben uns über dies und das und jenes und über Düfte unterhalten, auch über die Düfte, die ich hier euch zeige. Und bevor unser Akku jetzt das Ende macht, kommt ja noch was. Wir haben euch gesagt, der Rabattcode, den ihr nur für Buttercup nutzen könnt. Wollt ihr noch was anderes? Wartet bitte eine Woche. Ansonsten, wie gesagt, gibt es noch ein Gewinnspiel. Schatzi sagt jetzt mal schnell, welche Kiste. Tippt das einfach eine an. Die. Gut. Die liebe Manuela hat auch noch zwei Gewinnspielkisten zur Verfügung gestellt. Wir halten euch die hoch. Oh. Ups. Könnt ihr sehen, das sind einmal, haltst du mal fest, das sind einmal Servietten, das ist einmal ein kleines Handtuch, was steht da drauf? Hier wohnt das Glück, ein kleiner Schutzengel und hier ist drinne eine Bath und Bodyworks Seife und zwar Cocktail Garden. Das packe ich jetzt hier erstmal wieder rein. Da kommt von uns, aus unserem Shop noch. Das wollten wir noch sagen. Ja, das wollten wir noch sagen, weil, wie gesagt, wir wollen uns ja an der Sache auch ein bisschen mit beteiligen. Zu diesem Gewinnspiel von der lieben Manuela gibt es, das ist mit ihr abgesprochen, auch noch zwei Düfte aus unserem Shop. Da guckt bitte nach auf der Seite www.duft-tresor.de. Richtig? Wir blenden es ja ein. Ja, wir blenden es ein und sucht euch bitte zwei Düfte aus, wo ihr sagt, die würde ich mal probieren oder die hätte ich gerne. Die packen wir euch in die Kiste mit. Ihr müsst, für den Gewinner. Für den Gewinner. Für den Gewinner, der das hier gewinnt. Ihr müsst... Ich sag's mal ganz kurz, wenn der Gewinner feststellt, muss er uns ja seine Adresse zukommen lassen. Und dann soll er, die beiden Düfte, die er sich in unserem Shop ausgesucht hat, mit dazu schreiben. Mit dazu schreiben. Kurz vor. Das Gewinnspiel läuft dann wieder von heute von jetzt, wo ihr das Video seht, bis nächste Woche Freitag, bis das neue Gewinnspiel anfängt. Bedingungen als solches haben wir keine. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr das Video liked. Natürlich wäre es schön, wenn ihr auch Abonnent von unserer Seite seid und nicht nur an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und in der, im Kommentar. Und in einem Geschenketrend 24 reinschreibt. Geschenketrend 24. Also diese Raute. Raute, Geschenketrend 24. Ja. Damit und wir wissen, dass er teilnehmen. Ja, und dann bekommt ihr diese Kiste. Wenn ihr uns dann, wenn ihr ausgelost werdet, wir losen ja auch dann, müssen wir auch noch schnell sagen, aber ich kriege schon langsam Angst, weil ich habe wieder so viel geplappert, der Akku ist gleich alle. Wir schaffen das aber noch. Also wie gesagt, das läuft von jetzt bis nächste Woche Freitag, bis das nächste Video anfängt und wir machen nächste Woche Samstag dann die Auslosung. Mhm. Und wie gesagt, nächste Woche in dem Gewinnspiel, in dem Video gibt es dann die anderen Düfte von Geschenketrends 24 und wieder ein Gewinnspiel und wieder ein Code. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Also wie gesagt, macht gerne mit. Wie gesagt, ich sage das sonst nie, aber bei Gewinnspielen sage ich schon, ihr müsstet schon Abonnent sein und ihr müsstet das Video auch liken und wie gesagt kommentieren. Ansonsten haben wir keine Bedingungen. Nee. Wir freuen uns einfach, dass wir unsere Freude ein Stück weit an euch weitergeben können. Liebe Manuela, wenn du das Video gucken solltest, erstmal vielen, vielen Dank. Du bist eine ganz große im Kerzengeschäft und Duftgeschäft. Gute, ihr Lieben. War es jetzt gewesen. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Wir wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, ihr Lieben. Eure Susanne. Und der Axel. Tschüss. Tschüss.